Und erste Sache ist wieder Schultern anziehen, klein werden. Den Stock über oben anreichen. Nach unten auf euch zu stoßen. Vorsichtig, der Kopf kommt hinterher. Bevor seine Stirn auf eurer Nase landet, geht der Stock wieder nach vorne. Und wenn ihr wollt, könnt ihr dann noch einen Schlag nachsetzen. Ist meistens gar nicht möglich, weil so ein Breitseiter in die Nase ist sehr unangenehm. Hier. Also Block und von vorne blockieren. Setz mal den Fuß an. Ja? Jetzt habe ich hier beide Beine sofort blockiert. Mit der Schulter blockiere ich die Hüfte von hinten. Kann jetzt hier aber noch sagen, okay, greife die Jacke. Und jetzt marschieren wir vorwärts. Auf. Ihr müsst jetzt hier weit durchgehen, damit ihr den Tukubo wieder drehen könnt. Handfläche zeigt nach oben. Jetzt blockieren wir beide Oberschenkel. Zack. Rücken blockieren. Jetzt müsst ihr mit ihm reden, damit er wirklich weiß, was er machen soll. Ja? Wir laufen jetzt nach vorne. Auf, jetzt marschieren wir. Und wir greifen jetzt einfach unten den Hosenbund. Den Schritt. Und jetzt kommt nämlich das Gemeine, ohne den Tokoko. Wir ziehen. Und jetzt marschieren wir. Das ist die sogenannte Walking Position. Und jetzt haben wir mit ihm reden. Genau,